Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit euch über den optimalen Treffpunkt sprechen. Dabei geht es mir nicht darum, wo logistisch ihr den Ball von dem Körper trefft, weil das haben wir schon im anderen Video besprochen. Sondern es geht mir darum, wie man situativ verschiedene Treffpunkte anläuft. Wenn ich jetzt den optimalen Treffpunkt betrachte, liegt der ungefähr zwischen Hüfte und Schulter in dem Bereich. Jetzt habe ich als Tennisspieler immer zwei Möglichkeiten, diese optimale Treffhöhe, diesen optimalen Treffpunkt anzulaufen. Zum einen kann ich den Ball nach dem Ticken früh anlaufen und zum zweiten kann ich den Ball quasi über den höchsten Punkt rausfallen lassen und den zweiten Treffpunkt nehmen, das heißt den späteren Treffpunkt. Also habt ihr immer die Chance zu wählen, ob ihr den frühen Treffpunkt, das heißt nach dem Ticken im Aufsteigen nehmt oder ob ihr den Ball zu euch kommen lasst und den im zweiten Treffpunkt, also im Fallen nehmt. Fangen wir mal beim ersten Treffpunkt an. Wenn ich den ersten Treffpunkt nehme, habe ich folgende Vorteile. Und zwar muss ich weniger selber Druck machen. Das heißt, ich kann mit dem Druck meines Gegners arbeiten, kann quasi seine Geschwindigkeit früher mitnehmen, dadurch, dass der Ball nach dem Ticken mehr Geschwindigkeit hat. Dementsprechend kann ich natürlich auch auf das Feld mehr Druck ausüben. Das heißt, ich bin in der Lage, ins Feld reinzugehen, nehme den Ball also früher, habe einen besseren Winkel aufs Feld und kann dadurch natürlich auch mehr Druck auf den Gegner ausüben. Der zweite Treffpunkt treibt mich als Spieler natürlich ein bisschen weiter nach hinten. Also habe ich hier weniger Winkelmöglichkeiten. Das heißt, ich verlasse das Feld nach hinten, dementsprechend wird mein Winkel aufs Feld schlechter. Der Vorteil hier in der Situation ist aber folgender. Und zwar ist der Ball zum einen langsamer, das heißt, ich habe mehr Zeit zu reagieren, dadurch, dass ich weiter hinten stehe. Zum zweiten kann ich hier mehr über Eigenschwung laufen lassen. Das heißt, ich kann hier mehr Spin drauflegen. Je früher der Treffpunkt ist, jetzt beim ersten Treffpunkt mal gesprochen, desto weniger gut kann ich ins Spin reinarbeiten. Denn von hier aus kommt der Ball ja quasi im Aufsteigen. Und wenn ich jetzt im Aufsteigen den Schläger auch noch nach oben ziehen muss, ist die Berechnung dahin relativ schwierig. Das heißt, auf dem Moment spiele ich eher einen relativ glatten Ball. Wenn ich jetzt den Ball nach hinten kommen lasse und der Ball kommt über den höchsten Punkt heraus, fällt runter, dann habe ich es hier wieder leichter, quasi auf den fallenden Ball eine Bewegung mit Spin nach oben rauszuziehen. Ihr seht schon, beide Situationen haben Vor- und Nachteile. Wenn ich den frühen Ball nehme, dann kann ich mehr Druck erzeugen, halte die bessere Platzposition, gebe dem Gegner weniger Winkel und kann halt mit dem Druck des Gegners arbeiten. Wenn ich den späten Ball nehme, kann ich mehr Eigenschwung reinlegen, ich kann mehr Spin produzieren und kann dadurch auch das Feld auf der gegnerischen Seite ein bisschen breiter machen. Oder kann über Höhe den Gegner nach hinten treiben. Wenn ich jetzt nochmal auf den ersten Treffpunkt zu sprechen komme, das heißt, ich nehme den Ball früh im Steigen, dann fehlt mir natürlich ein bisschen der Spin. Das heißt, meine Winkeleigenschaften sind ein bisschen eingeschränkt. Der Vorteil ist hier aber wieder, dass ich mit einer kürzeren Bewegung mehr Druck erzeugen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinkomme, der Ball tickt auf, ja, kann ich mit wenig Arbeit, aber mit etwas mehr Körpereinsatz hier viel Geschwindigkeit rausholen. Hingegen muss ich, wenn der Ball nach hinten rausarbeitet, muss ich viel mehr Schwung aus meiner eigenen Schwungbewegung rausholen. Das heißt, hier kann ich den Arm richtig laufen lassen, kann aus dem gesamten Körper drücken und der Ball hat trotzdem immer noch die Chance reinzukommen, weil ich natürlich im zweiten Treffmoment mehr Spin drauflegen kann. Und wie das ausschaut, möchte ich dir jetzt kurz in einer Videosequenz zeigen. So, schauen wir uns das kurz nochmal hier auf dieser Videosequenz an. Der Ball kommt vom Gegner gespielt und tickt auf. Hier seht ihr schon so 1,5 Meter hinter der T-Linie. Das heißt, der Ball kommt von da aus gesehen jetzt durch die erste optimale Treffhöhe, das heißt den ersten Treffpunkt. Der Ball geht hoch, fliegt über den Kulminationspunkt, über den höchsten Punkt hinaus, fällt wieder runter und kommt von da aus dann in die zweite optimale Treffhöhe. Und hier passiert genau das, was ich nämlich vorhin schon gesagt habe. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr den ersten Punkt nehmt oder den zweiten Punkt nimmt. So, ich möchte euch hier anhand dieses Videos nochmal kurz zeigen, wie es im ersten Treffpunkt ausschaut. Das heißt, ich versuche den Ball früh zu nehmen, der Ball tickt auf und ich gehe, ihr seht schon, in den Platz rein, arbeite auf den Ball zu und versuche dann den Ball vorn zu treffen und vor allem früh zu nehmen, das heißt im Steigen zu nehmen, wenn der Ball nach oben rauskommt, wenn der Ball nach dem Ticken nach oben kommt, dann dadurch kann ich natürlich mehr Körper reinlegen, das heißt, ich habe eine bessere Beschleunigung, kann dadurch einen flacheren, härteren Ball schlagen, kann die Gegner damit natürlich unter Druck setzen. Das noch einmal vielleicht in der Zeitlupe. So, der Ball kommt, ich gehe ins Feld rein, versuche den Ball jetzt, seht ihr schon, ungefähr auf Bauchnabelhöhe zu nehmen, also zwischen Hüfte und Brust zu nehmen. Der Körper geht rein, der Schlagarm läuft durch und das Tempo im Schlag ist vorhanden, sodass ich Druck erzeugen kann. Und ich natürlich auch dem Gegner wenig Winkel lasse, wenn ich den Ball früh nehme. So, kommen wir auf den zweiten Treffpunkt zu sprechen. Ihr seht schon, was passiert. Der Ball tickt wieder auf und meine Beinarbeit geht zurück. Das heißt, ich verlasse den Platz nach hinten, gebe dem Gegner natürlich dadurch ein bisschen mehr Raum,
aber habe hier mehr Möglichkeiten, um halt über eine ordentliche Eigenbeschleunigung zu kommen. Das heißt, bei dem Ball muss ich selber schwingen, um das Ding quasi nach vorne rauszuschießen und kann hier aber auch mehr Topspin draufbringen. Ja? Ganz klar, Unterschied sieht man hier, wie gesagt, im Vergleich zu vorhin. Vorhin stand ich von der Position aus gesehen wahrscheinlich so 3 Meter weiter vorne. Jetzt lasse ich den Ball zu mir kommen, ne, nach dem Ticken. Hier nochmal kurze Erklärung. Der Ball tickt, da geht es durch den ersten guten Treffpunkt. Der Ball kommt hoch, über den Kulminationspunkt raus, kommt in die zweite optimale Treffhöhe rein und dann kann ich von da aus den Ball rausfeuern und kann ihn mit Spin schön lang an die Grundlinie setzen. So, ich hoffe, hier wurde klar in dem Video, was ich euch damit sagen wollte. Das heißt, die Treffhöhe ist natürlich entscheidend darüber, wie die Qualität des Schlags ist. Wenn ich meine Treffhöhe zwischen Hüfte und Schulter habe, habe ich immer eine optimale Energieübertragung. Ihr müsst entscheiden für euch als Spieler, ob ihr eher zum ersten Treffpunkt neigt, das heißt den Ball im Steigen nehmt, oder den Ball im Fallen nehmt, also im zweiten Treffpunkt nehmt. Das ist natürlich auch immer taktisch und situativ abhängig davon, was ich vorhabe. Aber ihr habt hier die Möglichkeit, euch zu entscheiden und natürlich hier eine größere Variation auf den Platz zu bringen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen und hoffe, das Video hat euch weitergebracht. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen, um dein Tennisspiel zu verbessern und das Ganze natürlich auf dem Platz zu üben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch dein Like hier und schreib mir einen Kommentar drunter. Ich freue mich drauf. Solltest du Interesse daran haben, dass ich dich als Coach begleite, findest du unter dem Video einen Link zu einem Strategiegespräch. Hier können wir herausfiltern, wie wir dein Tennisspiel aufs nächste Level heben können. Ich freue mich darauf. Bis dahin, dein Sven.